Der Schwarzwald ist Deutschlands höchstes und größtes Mittelgebirge, liegt im Südwesten Baden-Württembergs. Und ich habe heute einen Förster zu Gast, der spektakuläre Fotos vom Wald und dessen Tieren macht. Einen Tag wie diesen liebt er besonders, wenn es neblig und wenn es feucht ist. Klaus Echle ist gelernter Koch und studierter Förster. In seiner Freizeit fotografiert er leidenschaftlich die Tiere des Waldes und die Natur. Etliche Preise hat er schon mit Bildern von Sophie, einer Füchsin, abgeräumt. Sein Forsthaus liegt in Freiburg nahe am Wald und von hier aus ist er oft Tag und Nacht auf der Pirsch, um im richtigen Moment den Auslöser zu drücken. Und jetzt ist er bei uns in der Landesschau zu Gast. Herzlich willkommen. Sie haben noch jemanden mitgebracht, das möchten wir natürlich gleich mal verraten, wer das ist. Ja, das ist mein Diensthund Liselotte, ein bayerischer Gebirgsschweißhund. Mhm. Und ich habe sie seit knapp einer Woche und die musste heute mit. Diensthund heißt, sie ist noch in Ausbildung und wird dann irgendwann mitgehen, auch auf Fotopirsch? Auf Fotopirsch auch, aber eher selten. Weil sie dann wahrscheinlich die Tiere auf- oder verschrecken würde? Genau, bei Landschaftsaufnahmen oder irgendwelchen Makroaufnahmen, das ist völlig okay. Aber bei Tieraufnahmen ist es schwierig mit dem Hund. Für den Dienstherrn müssen wir an der Stelle sagen, das eine ist Freizeit, wenn Sie die Fotos machen, das andere ist Job, wenn Sie im Wald unterwegs sind. Trotzdem sind Sie fast rund um die Uhr im Wald unterwegs, weil die Fotos, die wir gerade eben gesehen haben, da braucht man Geduld. Wie lange muss man auf der Lauer liegen, bis man so einen Schuss landet? Tja, manchmal ist es ein paar Sekunden vielleicht, wo man das entsprechende Glück hat. Und manchmal muss man Tage oder Wochen, Monate, manchmal Jahre auf ein bestimmtes Bild hinarbeiten. Und das ist auch die Faszination, dass man nicht einfach rausgeht und ein Bild kreiert, sondern dass man da mit der Natur wirklich wachsen muss. Sie müssen ja auch zunächst mal die Tiere entdecken. Also Sie müssen wissen, wer wo wohnt, um dann vielleicht den Behausungen so nahe zu kommen. Wie machen Sie das? Bereiten Sie sich auch mit Literatur, mit Experten, Biologen vor, wo Sie die Tiere aufspüren könnten? Genau. Also letztlich interessiere ich mich sehr viel für Biologie und lese da auch sehr viel darüber. Aber ich habe auch wirklich sehr gute Zuarbeiter, Spezialisten, Biologen, die mir dann Tipps geben, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist sehr, sehr wichtig, um eine gute Arbeit, um eine gute Fotografie hinzubekommen, das Background von diesen Spezialisten zu bekommen. Sie haben aktuell ein neues Buch, Sie haben schon mehrere Bücher veröffentlicht, Nationalpark Schwarzwald. Was fasziniert Sie an diesen heimischen Tieren auch so sehr? Sie könnten ja auch, weiß nicht, in Kanada, Alaska, wo überall auf der Welt unterwegs sein, um so tolle Fotos zu schießen. Nein, Sie sind im Schwarzwald unterwegs. Ich habe mir vor 13 Jahren vorgenommen, nur noch zu Hause zu fotografieren. Also ich gehe schon noch in Urlaub, aber die Fotografie, das kann man das ganze Jahr über machen. Man ist ja viel intimer dabei, hat die Möglichkeiten, die ganzen Jahreszeiten mitzunehmen. Wenn es in einer Urlaubssaison, da hat man 4 Wochen, 3 Wochen Zeit, bestimmte Bilder zu machen. Und ich glaube, dass es deutlich besser ist, länger dran arbeiten zu können, als nur eine Urlaubsreise. Wir haben es anfangs schon gesehen, Sie sind besonders gern auch draußen, wenn andere drin bleiben. Also sprich, wenn das Wetter mies ist, ist es besser für die Fotos oder für die Tiere? Beides, glaube ich. Also ich mag einerseits diese mystische Geschichte mit dem Nebel, mit dem Regen. Man hat da mehr Ruhe und ich glaube, dass da auch die Tiere entspannter sind, wenn man dann in dieser Zeit draußen ist. Sie scheinen eine gute Aura zu haben. Das sehen wir hier an Liselotte beispielsweise. Auf eine sehr spannende Geschichte, die schon länger her ist, möchte ich noch eingehen. Und zwar haben Sie mal eine Füchsin kennengelernt. Wir schauen uns mal die Bilder dazu an und sagen Sie mir einfach was zu dieser Beziehung, zu dieser Geschichte, die Sie mit Sophie, haben Sie die Füchsin genannt, erlebt haben. Schauen wir mal drauf. Wann und wie haben Sie Sophie entdeckt? Also entdeckt, man hat gerade beim ersten Bild gesehen, da läuft jemand, das war eine Frau, meine Nachbarin Anna Rummel, sie ist ebenfalls Försterin und Wildbiologin, das ist sie gerade. Die hat diese Füchsin entdeckt und mir dann auch letztlich nahegebracht und wir sind zusammen ein halbes Jahr lang täglich draußen gewesen. Eher morgens und abends als nur einmal am Tag. Aber ein Fuchs ist ja normalerweise kein handzahmes Tier. Also es freundet sich mit dem Menschen normal doch nicht so an, wie ein Hund mit dem Menschen. Das ist richtig. Es kommt aber immer wieder mal vor, dass Tiere einfach weniger scheu sind. Und es war bei Sophie sicherlich so der Fall. Und wir haben sie auch letztlich bestochen, dass sie immer wieder zu uns zurückkommt. Und dann, glaube ich, braucht es einfach diesen langen Atem da. Wochen, Monate immer wieder draußen zu sein. Und wie gesagt, eher zweimal am Tag wie einmal am Tag. Ein Buch haben Sie auch draus gemacht aus dieser Geschichte. Prämiert sind die Fotos auch. Dann war sie aber irgendwann weg. Was war das für ein Gefühl? Und wissen Sie, wo sie hin ist?
Nein, das weiß ich nicht. Also ich hoffe, dass sie jemand gefunden hat, der besser behaart ist und hoffentlich auch rothaarig ist, mit dem sie dann weitergezogen ist. Es war schon, das ist, mir ist so eine, ich habe immer gesagt, das ist meine Muse, meine Geliebte. Und wenn die einen verlässt, dann ist es zunächst mal tiefe Trauer. Ich war in der ganzen Zeit mit Sophie zu Hause kaum zu gebrauchen, weil ich immer nur an Bilder und an Sophie gedacht habe. Und als sie dann verschwunden war, war das eigentlich noch extremer. Weil Sie zu Hause ansprechen, gibt es eine Eifersucht. Sie haben Familie, sind trotzdem im Job viel unterwegs, draußen auch, nicht nur Schreibtischtäter. Und dann privat auch noch so. Ist die Familie manchmal dabei oder wie funktioniert das? Eher nicht. Also im Regelfall bin ich tatsächlich eher alleine unterwegs. Es ist auch mühsam, einem Fotografen zuzuschauen, der stundenlang auf ein Motiv wartet. Das macht keine Freude als Partner oder als Kind. Ja. Und ich glaube, dass meine Frau manchmal auch froh ist, wenn ich dann wieder aus dem Haus bin. Wahrscheinlich, wenn ich Tage zu Hause bin, werde ich unerträglich. Und sie sagt dann schon mal, du könntest mal wieder fotografieren gehen. Es kommt aber auch vor, dass Sie wirklich draußen übernachten dann. Das kommt auch vor, ja. Dass es letztlich ja, fast schon 24 Stunden sind für ein entsprechendes Foto von der Fledermaus, war ich da mal. Da bin ich morgens um 4:30 heimgekommen, habe meiner Frau die Zeitung auf den Küchentisch gelegt und sie wusste dann, das war sehr spät. Sie können also jetzt nicht im Wald übernachten, mit ihm oder mit Klaus Echel unterwegs sein. Am kommenden Sonntag gibt es einen Waldspaziergang der Kollegen von der SWR-Sendung Natürlich. Jetzt am 3.7. 11.30 Uhr im Waldhaus Freiburg geht es da los und Sie sind auch mit dabei. Ja, da wünsche ich dafür drauf. Viel Erfolg und vor allen Dingen viel Erfolg mit der Arbeit mit Lieselotte gemeinsam. Ich glaube, sie ist wirklich tiefenentspannt und schläft noch eine Runde.